hoch. Meuselwitz. Wer gedacht hat, das geht einfach so weiter, hat sich getäuscht, oder? Ja gut, wir wussten schon, dass es ein schweres Spiel wird. Wir haben ja Sonntag schon gespielt, hatten weniger Regenerationszeit. Ich denke, den Punkt nehmen wir gerne mit. Wir haben nicht verloren. Die Jungs haben dann nochmal alles rausgehauen. Wir hatten zum Schluss sogar noch die Chance auf den Sieg. Aber das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Der Punkt, das ist schon für uns ein gutes Ergebnis, muss man ganz einfach sagen. Trotzdem ist nicht böse gemeint, aber der Unterschied war ja schon zu sehen, war merkwürdig verhalten, wir waren oftmals ein bisschen spät dran. Ist das nur die Kraftfrage? Ja, zum einen die Kraftfrage, zum anderen auch der Gegner. Ja. Und der Gegner, der hat uns zumindest in der ersten Halbzeit, die haben fast jeden wichtigen Ball gewonnen, jeden zweiten Ball haben wir, der für uns wichtig ist, eben nicht gewonnen. Deswegen haben wir dann umgestellt. Ja, und dann haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. Richtig große Chancen hatten sie jetzt auch nicht. Klar waren sie spielbestimmt, ja, aber trotzdem Respekt an die Truppe, dass sie da nochmal alles rausgehauen hat. Und jetzt geht es weiter in Lichtenberg, da fahren wir mit frohem Mut hin. Auch bloß 3 Tage, 4 Tage zur Regeneration. Was werdet ihr unter der Woche jetzt noch machen? Naja, Wunden lecken. Mehr wird da nicht werden. Wunden lecken, Regeneration, Abschlusstraining und dann versuchen wir in Lichtenberg wieder Punkte zu holen. Viel Glück dabei, danke. Ja. Jonas, Glückwunsch zum Punkt oder... Wie fühlt es sich gerade an? Ja, gemischte Gefühle. Auf einer Seite war mehr drin, auf der anderen Seite hatten wir schon Glück, dass wir den Punkt mitnehmen können heute. War jetzt nicht so die Gala wie gegen Babelsberg. Woran lag es deiner Meinung nach? Kann an der englischen Woche liegen. Zum Schluss muss man es intern dann klären, wie, wo, was. Berichte mal über deine Gefühle. Jetzt ist das zweite Mal heute in Leutsch im Tor. Was geht da in einem vor? Wie fühlt sich das an? Also überwältigend. Also man kommt schon hierher, man wird nervös langsam, weil man weiß, man spielt hier vor 3000 super Zuschauern und es ist einfach nur geil. Was machst du, um dagegen anzukämpfen, um die Ruhe zu finden? Ja, ich gehe tief in mich und probiere einfach das Beste für den Verein rauszuholen.
Du hast ja eine Monsterparade vorhin gezeigt, ich weiß nicht, gegen die 36er, glaube ich, da warst du ganz schnell unten. Da gibt es kein Nachdenken, oder? Nee, da handelst du einfach instinktiv, grenzt raus, machst dich so groß wie möglich und dann hoffst du auf das Beste. Vielen Dank. Gerne. So, Massi, heute war es ein bisschen mühsamer als gegen Babelsberg. Ja. Warum? Ja, man könnte es jetzt natürlich ganz einfach auf die schweren Beine schieben, ne? Vom Sonntag. Also wir hatten natürlich weniger Zeit jetzt, sage ich mal, als Meuselwitz. Ich denke, das haben wir uns angemerkt. Wir sind sehr, sehr schwierig ins Spiel gekommen, sehr, sehr langsam. Erste Halbzeit hatten wir keinen Zugriff. Und zweite Halbzeit war es dann ein bisschen besser. Ich glaube, Meuselwitz hat jetzt auch nicht so die hundertprozentigen, außer den vom Hansch. Zweite Halbzeit, wo Jonas super hält, haben uns auch gut im Spiel gehalten, muss man ganz klar sagen heute. Und wir hatten aber nach vorne heute nicht die Durchschlagskraft wie am Sonntag noch. Also schwere Beine habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, aber nach vorne ging auch nicht so viel. Wir waren immer einen Schritt zu langsam irgendwie, oder? Ja, genau. Ich habe es gerade zum Christian auch gesagt. Ein paar Bälle, die am Sonntag definitiv immer zum Mitspieler gekommen wären, sind dann heute nicht gekommen. Dann wird man langsamer im Kopf, dann lässt die Konzentration nach zum Ende hin und da müssen wir dann einfach spielen. Und ja, am Ende hätten wir uns jetzt vielleicht fast kaputt gelacht, wenn Simran das Ding reingeschossen hätte, aber ich denke, mit einem Unentschieden können wir heute sehr gut leben, muss man so ehrlich sein. Genau so ist es. Danke dir. Dankeschön. Stefan, seit langem mal wieder ausgewechselt. Was ist genau passiert? Ich habe erste Halbzeit einen Schlag auf die Wade bekommen. Hab's ein bisschen lockern lassen in der Halbzeit, aber hat dann immer mehr verkrampft und als letzter Mann nicht mehr richtig laufen zu können, das ist ungünstig, glaube ich. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen fürs nächste Spiel? Es ist nichts Wildes, aber ich habe außerdem die fünfte gelbe Karte bekommen. Uwe Thomas, was sagst du denn zum Spiel? Kasten Bier für die Mannschaft. Ja. Ich bin hochzufrieden. Erstens mal sind wir ungeschlagen, weiterhin. Und zweitens mal war das heute eine geile kämpferische Leistung und da lebe ich gut damit mit dem Punkt. Das war Uwe Thomas, ganz kurz dazwischen gegrätscht, aber wir waren stehen geblieben. Fünfte Gelbe, ja. Fünfte Gelbe, das heißt, du musst jetzt nicht mit nach Berlin fahren. Ich fahre mit nach Berlin, natürlich. Ich muss ja die Mannschaft unterstützen. Aber ja, wir sind gut aufgestellt. Wir haben zwar immer weniger jetzt. Ich glaube, Horschi hat auch die fünfte Gelbe bekommen. Ja, mal gucken, wer alles einsatzfähig ist am Samstag. Nochmal ein Wort zum Spiel. Das war jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit dem letzten Spiel Babelsberg. Schwere Füße haben wir schon gehört, auch schwere Beine. Aber ein bisschen mehr hätte es ja doch sein können. Nach vorne war jetzt nicht ganz so dolle heute, oder? Ja, wir kamen eigentlich gut rein, glaube ich. Die ersten 15, 20 Minuten. Und dann Minute zu Minute abgebaut, läuferisch abgebaut. Haben dann so die wichtigen Schlüsselzweikämpfe verloren und deswegen sind die dann erstarkt, Meuselwitz, haben sich immer mehr Ballbesitzphasen geholt und ja, wir wurden dann immer tiefer gedrängt, haben uns dann so ein bisschen in die Halbzeit gerettet und ja, zweite Halbzeit ging es dann eigentlich 50-50 Spiel, würde ich sagen. Und ganz zum Schluss vom Fanblock gefeiert, Stefan Karau, Sprechchöre. Wie geht's dir da? Ja, mega, super. Ich liebe unsere Fans, einmalig. Da kann man da eigentlich nicht aufhören, oder? Eigentlich nicht. Bedeutet? Bedeutet erstmal nichts. Ist noch nichts entschieden und ja, wird es dann irgendwann eine Meldung geben. Aber du kannst uns doch mal wieder reingucken lassen. Nee, kann ich nicht machen. Will ich nicht vorweggreifen. Gut, vielen Dank. Man kann es eben nicht lassen. Anis, ich muss mich erstmal entschuldigen. Ja? Bei dir. Ach so, wofür? Das wollte ich hören, wofür. Ich habe deinen Namen falsch geschrieben. Ach so. Ich habe ein W reingezaubert. In der Überschrift auch noch. Siehst du es mir nach? Nee, ist kein Problem. Okay, oh, nee. Wird oft falsch geschrieben, ja. Aber das passiert nur einmal. Ja, es war heute nicht dein Debüt, der zweite Kurzeinsatz. Wie hat es sich angefühlt? Ja, war ein geiles Gefühl. Auch vor allem hier im ersten Spiel bin ich ja schon reingekommen, vor den Fans zu spielen. Sind viele da und macht halt einfach Spaß. Jetzt konntest du nur kurz zeigen, was du kannst, aber das macht schon Lust auf mehr, oder? Ja, macht sicherlich Lust auf mehr. Also ich will hier auch mehr Spielminuten bekommen, zeigen, was ich kann und der Mannschaft auch definitiv weiterhelfen. Vielleicht erklärst du unseren Zusehern mal kurz, wie es überhaupt zum Wechsel kam nach Lodz. Ja, nach Lodz. Ich habe ja davor in Mazedonien gespielt und ich wollte halt wieder zurück nach Deutschland kommen. Und da kam mir halt die Alternative sozusagen entgegen. Habe auch mit den Verantwortlichen gesprochen, auch mit dem Trainer. Dann war ich halt kurz zwei Tage da, habe mittrainiert. Und im Endeffekt hat es mir halt so gut gefallen, dass wir uns dann sozusagen geeinigt haben und ich direkt hier geblieben bin. Wie hast du den Gegner heute gesehen, unser Spiel gesehen? Schwere Beine haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Ja, man hat eindeutig gemerkt, dass wir ein bisschen schwere Beine haben. Es ist halt das zweite Spiel innerhalb von vier Tagen. Es ist, glaube ich, immer schwer, so kurz nacheinander zu spielen.
Und ja, der Gegner, man hat halt gemerkt, dass die viel auf lange Bälle spielen, viel über den Kampf kommen, aber ich glaube, mit dem Punkt können wir heute eigentlich zufrieden sein. Hatten eine Torchance mit Simran, können wir 1-0 aus dem Spiel gehen und die 3 Punkte da lassen, aber im Endeffekt ist, glaube ich, auch das 0-0 okay. Ja, ich glaube, da wissen wir alle nicht, wie es passiert ist. Also sind wir zufrieden mit dem 0-0. Vielen Dank erstmal. Tschüss.